Gamer. Heute ist es wieder soweit. Luca hat mir eure Beichten zukommen lassen. Ich, Jeremy Pascal, beichte, dass ich das letzte Video nicht geliked habe. Mann! Da ist die Tür, mein Freund. Tachchen, ihr Lieben. Servus. Grüezi und hallo. Horror-Games. Ganz einfache Sache. Man nehme ein Brotkäppchen und eine Prise. Lass das Ganze eine halbe Stunde von YouTube verarbeiten und am Ende wird's lecker. Folgt mir für weitere Rezepte. Das wollte ich unbedingt... Boah, Junge, also. Das wollte ich unbedingt noch ausprobieren. Alternate Watch ist eine Mischung aus Mandela-Katalog und einem Observation Duty. Wir erinnern uns, Observation Duty ist so eine Art Wimmelbild-Game. Wir überwachen eine Location mit verschiedenen Räumen, in denen Kameras angebracht sind. Und über die Zeit verändern sich Dinge und wir müssen die genau spezifizieren. Cool. Löst übelste Paranoia aus und das Gefühl, dass man das in Frage stellt, was man sieht. Und Mandela-Katalog ist ja diese Creepypasta über diese außerirdischen Wesen, die so tun, als wären sie Menschen, um... keine Ahnung, an Onlyfans-Bilder zu kommen. Und die beiden haben sich gedacht... jetzt können wir bumsen. Und das Baby kam dabei raus. Lasst bitte dem Kanal ein Abo und dem Video einen Daumen nach oben da. Würde mich nicht nur riesig freuen, sondern unterstützt mich auch mit nur einem kurzen, kostenlosen Klick. Ihr schafft das schon. Und im Gegensatz zu einem Observation Duty haben wir hier eine Liste der Anomalien, die auftauchen können, um das ein wenig einzuordnen, dass wir nicht vollständig auf dem Schlauch stehen. Was wir trotzdem werden. Imagery, Bilder, Gemälde, das ist klar. Displacement, Objekte verändern ihre Location. Mimic, Objekte, die sich duplizieren oder Objekte, die keine sind und versuchen, welche zu sein. Verstehe. Flawed ist quasi ein Alternate, der so tut, als wäre ein Mensch, aber es ist klar, dass da irgendwie was nicht stimmt. Pure Form gibt es noch eine Schattenfigur mit weißen Augen, Intruder, eine verhüllte Figur, die flüstert, elektrischer Kram, also Fernseher, Radio, Lichter, Tulpa, das sieht man nur in Spiegeln, okay, Korps, das ist nicht im Spiel, das ist doch eine Falle, Alter. Unknown, can't be classified, also alles, was da drauf nicht zutrifft, das irgendwie merkwürdig ist, können wir quasi als unbekannt reporten. Alright. Ich finde das immer sehr, sehr schwer, aber wir schauen mal, wie wir zurechtkommen. Das sieht ja übelst realistisch aus. Bedrohungslevel vage. Wir sind in der Küche und es ist 0.03 Uhr. Wir müssen bis um 6 aushalten. Oh mein Gott, gibt's viele Räume. Ey, das wirkt alles sehr, sehr schwer, aber das Spiel sieht unglaublich gut aus. Zieht euch das mal rein. Ich schätze mal... in den ersten Sekunden passiert ihm noch nichts, damit wir die Chance haben, uns das hier einzuprägen. Ich mach mal das Menü zu. Okay. Ja, da willst du schlafen, ne? Bei dem zerbrochenen Spiegel. Ich hoffe, das war schon so. Mit diesen Bildern an der Wand, die natürlich vollkommen normal sind. Ey, das mit dem Spiegel und dem Duschvorhang hier ist gut gemacht. So horrormäßig. Oh Gott. Wer ist das? Ich weiß nicht. Irgendein TikToker, den ich kennen muss. Oh, Alter. Oh, ich habe das Gefühl, das wird eine harte Nummer. Mal hier, Him. Das sind diese... ah, wie hießen die? Intruder? Oder... nee, Flawed. Glaube ich. Ah, nee, das waren die nur mit den weißen Augen. Das könnte ein Intruder sein. Hier im Treppenhaus... was ist passiert? War das eine Lichtanomalie? Wir sind in der Küche, richtig? Moment, hier. Electrical. Ich reporte mal. Nur um zu schauen, wie das aussieht. Das dauert eine Weile. Das heißt, so dieses Ratespiel funktioniert nicht wirklich. Not found. Okay. Bedrohungslevel ist immer noch vage. Ich habe das Gefühl, war hier nicht gerade Jesus? Moment mal, wir sind im Wohnzimmer, müsste das sein. Imagery. Wir reporten das mal. Bin mir nicht sicher. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Oh! Oh, Tatsache! Oh, wow! Nice! Lego sei versieht, dein Adlerauge. Waren hier nicht Dinge an der Wand? Nee, ne? Das Babybett hatte auch kein Mobile. Oh, wir kommen schon jetzt an den Punkt, wo man nicht weiß, sind Dinge neu oder hat man einfach vorher nicht drauf geachtet? Wie beispielsweise diese Gitarre hier. Ich meine, ich könnte auf gut Glück irgendwie was reporten, aber das raubt mir halt immer Zeit. Gleich ist um eins. Ich schätze einfach mal, es gibt
irgendwie noch etwas, was wir nicht gefunden haben. Hier ist an der Wand irgendwie was. Ich weiß nicht, was hier los ist. Displacement. Ich mach mal im Babyzimmer Displacement. Ich hab so ein Gefühl. Das ist wahrscheinlich falsch. Not found. Oh, Threat Level Evident. Okay, irgendwas ist... Was ist denn hier? Oh, no. Zu viele Anomalien. Was hat er gesagt? Open your eyes? Oh, ich weiß es nicht. Oh. Das war im Kinderzimmer, oder? War das ein Hinweis? Ich habe keinen Plan. Oh, das ist schwer. Das Game sieht so realistisch aus. Und alle, also es könnte theoretisch halt auch dieser Apfel hier sein, der weg ist. Das würde ich nie rausfinden. Oha, ey. Das mit dem Bild haben wir gut gemacht. Aber das war's dann auch mit unserer Erfolgskette. Okay. Je öfter wir das spielen, also hier ist gar nichts, ne? Das war nur mein Eindruck, dass hier irgendwie was fehlt. Viele Dinge sind halt auch einfach so aufgebaut, dass sie uns verwirren sollen. Wie dieser Safe hier zum Beispiel. Oder überhaupt kleine Dinge, die irgendwo rumliegen. Und wenn wir das mehrfach spielen, dann werden uns eher Sachen auffallen, weil wir so langsam aber sicher uns die Räume merken. Ach so, das können wir uns zumindest einreden. Ihr wisst, dass das alles schwieriger ist als gedacht. Klar, ihr seht vielleicht Dinge, aber ihr könnt halt auch zurückspulen und vergleichen. Ich nicht. Ich nicht. Okay, ich glaube, jetzt kommen wir so langsam an den Punkt zeitentechnisch, wo irgendetwas geschieht. Ich weiß nicht, was und wo. Weil vor der Gaming-Laptop, man sieht noch die RGB-Beleuchtung, ne? Obwohl das halt so schwarz-weiß ist. Das finde ich super. Es ist mit Sicherheit eine Anomalie da, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Oh Gott, no. Oh no, Leute, Hilfe. Ich hätte euch so gern dabei, wir müssen das unbedingt im Stream spielen. Mann, ich werde das wahrscheinlich nicht schaffen heute. Guck mal, ich weiß gar nicht. Es ist irgendwo eine Bedrohung. Ich habe keinen Plan. I don't know. Hinten die Türen waren schon immer zu. Threat level evident. Okay, dieses Lichterflackern ist immer, wenn irgendwie sich da grob was verändert. Jo, aber... Oh, warte mal, hier! Das Bild hat kein Gesicht. Was ist das? Bedroom Imagery. Oh, dass man das immer auswählen muss mit den Räumen. Mach hin! Wir haben keine Zeit! Oh! Thank God! Das sind die kleinen Details, die Bilder, die... werden mein Untergang sein. Es ist bestimmt noch was evident. Oh, okay. Ja, gut, das ist natürlich... Wir sind hier im Keller. Ich hab's überall gesucht. Ich kann's einfach nicht finden. Electrical, richtig? Muss sein. Da kommt dann hier ein kleiner Hausmeister vorbei, der den Powerknopf drückt. Schön. Oder die Mainzelmännchen, die die Anomalien wegtragen. Irgendwelche Intruder oder so. Hopp. Aber alles offscreen. Wollen sich ja nicht verraten. Sag ihr schon immer zwei Jeanshosen? Ich weiß es nicht. Was ist denn das hier? Der Washing Room. Ach, Displacement? Ich reporte das mal. Gucke weiter. Oh, okay. Nee, ist gut. Scheiß mal auf die Jeanshosen. Wir brauchen Master Bedroom. Oder Bedroom generell.
Das Master Bedroom, keine Ahnung. Ja, hier steht's. Imagery. Das war easy. Gut. Runde 2. 3 Anomalien schon gefunden. Es ist 1.20 Uhr. Wir haben noch eine ganze Weile hier zu tun. Stairs. Displacement. Ja, halt die Tür ist offen. Wie reporte ich das? Ein Objekt bewegt sich quasi. Nee, das ist es nicht. Intruder Electrical Unknown halt einfach. Hä, wie? Wie mache ich das? Nein, was ist das? Intruder? Ich habe keine Ahnung. Oh Gott! Küche! Das ist aber ein Intruder, ne? Komm. Der hat von meinem Tellerchen gegessen. Komm, nimm den mal weg, Alter. Der frisst mir meine Vorräte leer. What? Was ist das denn, Flood? Oh ja, der hat Nackenprobleme. Das ist ein Fall für einen Chiropraktiker. Meine Güte. Deswegen war die Tür offen. Hallo, ja, okay, sowas weiß ich halt nicht, ne? Das ist halt irgendwie strange. Threat level evident, es ist noch irgendwas sehr Offensichtliches. Also für das Game, für mich jetzt nicht. Halt, wo? Hier ist offen. Hier ist irgendwie, warte mal, ja, ist okay. Wohnzimmer, Displacement, ich weiß, ich weiß es nicht. Ja! Oh, thank God! Halt's Maul! Oh! Das war hier nicht die offene Tür. Wait, was hat man jetzt reported? Ich hab's nicht gesehen! Okay, Threat Level Vague. Okay, es ist nichts akut Bedrohliches. Es ist nichts zu lange da. Ich hab Angst. Vor diesem Game. Jetzt wird irgendwas schlimm. Es lädt dann immer was rein, ne? Bilder, Fotos. Nee. Digga, weiß ich nicht. Hilfe? Sechs Anomalien. Ich hab keine Ahnung, was war. Ich hab's nicht gefunden. Puh, schwierige Nummer. Es war wieder dieses, Child's Room hier. Kinderbettchen. Diese Melodie, dieses Ding, Ding, Ding. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwas war. Ich dachte, vielleicht die Lampe verschoben, so ganz subtil, aber so richtig subtil ist das Spiel nicht, ne? Also, gut, die Sachen, an denen ich gestorben bin, die es vielleicht waren, die habe ich nicht erkannt. Diese Kanne hier, diese Kanne, stand die schon immer da? Okay, hier. Ja, ist okay. Oh, geil. Mandela-Katalog, Easter Egg. Sehr, sehr cool. Das ist im Wohnzimmer. Ich muss es ausmachen, sonst wird es bedrohlich. Der Fernseher, der bricht mir immer das Genick. Ganze Generationen wurden dahin gerafft, Alter. Und da läuft nicht mal, was weiß ich, RTL 2 oder so. Wenn hier irgendwie ein kleiner Stern verschwindet, was theoretisch sein kann, aber ich denke mal, so viel sind die nicht. Das würde, ich schätze mal, also wenn du nicht ein Hypergenie bist mit 5 Milliarden IQ, mit einem fotografischen Gedächtnis, dann kriegst du das nicht auf die Kette. Okay. Ja, ich komme nicht drauf klar über den Typen, der hier gespeist hat. Ein Kopfwackler.
Typischer. Guck mal hier! Doch! Laundry Room! Natürlich war hier eine falsche Jeans! What? Aber habe ich das nicht richtig reported? Oh, gut, dass mir solche Dinge auffallen dann wieder jetzt. Oh, die Gitarre, die steht woanders. Oh mein Gott. Das ist auch, ja, das ist ja auch richtig fies. Weil neues Objekt wie bei einem Observation Duty oder fehlendes gibt's gar nicht. Was ich extrem geil finde, bitte. Guck mal. Oh mein Gott. Okay, das ist subtil. Holy shit. Der Deckel, der könnte jetzt hier stehen. Ich hätte keine Ahnung. Okay, wo? Ist irgendwas da? Bedrohungslevel Waage. Sternzeichen Widder. Lieber Kommentarbereich, ich weiß es nicht. Der guckt auch jedes Mal grimmiger, wenn ich in diesem Zimmer bin. Ich schwör. Das hier stand schon schräg, das weiß ich. Da habe ich irgendwie sofort drauf geguckt. Das wäre so ein einmal ein Observation Duty Ding. So, das so ganz leicht verschieben. So ein bisschen so. Nichts da. Evident. Es ist irgendwas da, was offensichtlich wird. Beziehungsweise die Bedrohungen werden offensichtlich. Oder halt wirksam. Wenn ich jetzt nicht sofort an der richtigen Stelle den richtigen Klick ausführe. Ich glaube, das Tape lag da. Okay, Treppe. Displacement. Ja, ist gut! Legt das wieder dahin. Legt es dahin. Legt es nicht auf die Waage. Legt es dorthin. Bitte. Schnell. Danke. Es ist immer noch irgendwas da. Oh! Ja, was? Hä? Was? Wo? Ich hab gleich verloren. Ich hab gleich verloren wieder. Sorry, ich seh's nicht. Oh. Bitte. Keine Chance! Follow my voice. Wake up. Lass mich die anderen nicht aufwecken. Puh, das ist hart. Das ist wirklich schwer. Ey, ne? Die Vase war wirklich nicht da. Die war hier. Ey, aber wie? Aber ich hab doch das reported, oder nicht? Das verstehe ich nicht. War ich im falschen Raum? Wir sind doch hier bei den Treppen. Oh Mann, das ist ja aber frech. Vielleicht habe ich mich verklickt. Das ist mir jetzt zweimal passiert. Was ist denn hier los? Corpse Unknown? Ich meine, ja, es ist prinzipiell Licht, aber von draußen? Ist das elektrisch? Vielleicht die Straßenlaterne. Ich meine, gut, das kann sein. Oh nein, es ist unbekannt. Oh wow, okay, Alien-Invasion. Weiß ja nicht. Gut. Puh. Es ist nach um eins. Wir sind von der Sache her keinen Schritt weiter. Okay. Gut, schon, das ist schon weniger subtil. Das ist schon auffällig, aber man muss ganz genau hinschauen, sonst könnte man es übersehen. Das ist doch Pure Form, ne? Ja. Alles klar. Die Viecher kommen! Hier! Hier ist ein zusätzlicher Koffer. Der geht's aber auch ab in diesem Bedroom hier. Oh, warte mal. Mimic ist ein zusätzlicher Duplicate-Object.
Holt mal jemand meinen Koffer ab. Bitte. Hopp, 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 hopp. Let's go. Sehr gut. Ah, wunderbar, Alter. Alright, alright. Wir sind wieder auf Waage. Glaube ich schon 4 Anomalien reported und es ist erstmal 2:30. Keine Ahnung, wie viel wir schaffen müssen, rein zeittechnisch, bis es 6 ist. Aber ich denke, wir sind erst ganz am Anfang. Da kommt noch einiges auf uns zu. Ich war hier. Stairs. Display. Nee, Mimic. Mimic, deswegen. Doppeltes Objekt, das kann auch an anderer Stelle sein. Das ist so frech. Ist das frech? Alter, jetzt habe ich das begriffen. Es ist immer noch evident. Es ist immer noch möglicherweise ein doppeltes Objekt irgendwo. Oh mein Gott, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Oh! Ich habe gleich verloren. Ich glaube, ich habe die Warnung noch nicht bekommen. Nee, not found. Das ist klar. Das ist so klar. Dass ich nicht Glück habe. Ja. Ich habe die Warnung schon bekommen. Ja, ich habe es gerade vergessen. Puh! What the fuck? Oh Gott! Oh, Alter! Ja. Intruder oder was ist das? Flawed. Wahrscheinlich eventuell das auch. Bitte mach hin. Oh no. Wenn man falsch reportet, ist es so unangenehm. Komm schon. Oh, das hat mich mega erschrocken gerade. Puh! Der ist die Treppe hochgelaufen. Ich hab's gehört. Ich frage mich, was passiert wäre, hätte ich schneller den Raum gewechselt. Boah! Das war krass. Okay, es ist also nicht unbedingt nötig, weit zu kommen, bevor man, ich sag mal, die krasseren Anomalien bekommt. Ja, das ist jetzt irgendwann ab 3, 4 wird's heftiger. Oh no, ich weiß nicht. Ich kann's. Ich bin überfordert. Ich weiß es einfach nicht. Ich hab keine Ahnung. Da war noch irgendwas. Ich hatte eben Mimic gehabt im Keller mit Kisten im Regal, die sich dupliziert hatten. Da stand eine kleinere in einem, auf einer anderen Ablage. So krass teilweise. Ich sag doch, der Apfel verschwindet irgendwann. Ich hab's mir sowas von gedacht. Ja. Wo auch immer. Wait! Wait! Das war's nicht! Aber irgendwas. Aber hier war doch ein Apfel! Nicht? Bring den zurück! Gib den mir! Waren hier 2 Dinge, die. Oh mein Gott, 2 übereinander! Und es ist noch was da! Und wo? Was ist das hier? Warte mal, das liegt doch auch irgendwo anders. Das ist hier der Waschraum. Ach, komm schon. Das lag eigentlich hier drauf, glaube ich. Auf den Kisten. Let's go, komm. What? No! Ja, keine Ahnung. Hä, ich bin doch nicht doof. Ich hab gleich verloren. Ich hab gleich verloren, deswegen. Oh mein Gott, Mimic. Es ist immer noch was da. Boah, ich weiß nicht. What? Hä? Noch eins? Okay, ich dreh durch. No way. Oh mein Gott, noch was? Noch irgendwie was irgendwo? Ich weiß es nicht, ich sehe es nicht. Ich kann es mir nicht erklären. Ey, ihr schreit bestimmt gerade euren Monitor an. Es tut mir leid, das ist schwierig. Hier, Küche. Küche, Mimic.
Ein Hefter. Nee, das ist kein Hefter. Das sind Cornflakes-Packungen. Da oben auf dem Kühlschrank. Gott, verdammt nochmal. Ey, die Mimics machen mich echt fertig. Ist noch eins da. Ist noch irgendwo. Hier. Imagery. Hier. Jetzt kommen sie aber schnell. Jetzt geht's aber richtig rasant hier zur Sache. Das ist ein bisschen zu hart. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, als kleines Feedback für das Game. Die Sachen... Jetzt bin ich wieder auf grünem Level. Erscheinen zu frequentiert. Wenn du einmal ein bisschen in Verzögerung gerätst... War diese Kiste hier schon immer da? Keller? Moment mal. Keller Displacement oder Mimic? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt wieder... Bin jetzt wieder auf Evident. Ich warte mal kurz ab. Ja. Na! Mimic? Ich habe überhaupt keine Ahnung, was sich hier gerade verändert hat. I don't know. Ansonsten mache ich nochmal Keller Displacement. Wenn mir nichts anderes einfällt. Seht ihr irgendwas? Oh Gott. Nein! Oh wait, ich bin wieder vage. Nee, es hat sich verändert. Hä, war das nicht eben noch auf Evident? Oh, jetzt wird's. Ich gucke mal auf die Gitarre. Okay, der Raum ist, glaube ich, gut. Ist alles easy? Ah, das hier. Der Stuhl. Das ist sehr offensichtlich. Aber ansonsten? Es ist bestimmt noch irgendwo was. Removed, oder? Nee, vague. Das war's. Oh! Es wird wieder bedrohlich. Ach, Junge. Ey, hast du keine Ruhe? Das ist Wahnsinn. Du spielst mit meinem Sichtfeld. Sichtfeld, 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 Sichtfeld. Ich meine im Keller. Keller-Mimic. Keller-Mimic geht immer. Ich weiß nicht. Ich habe absolut keinen Plan. Es tut mir leid. Ich will wenigstens bis um 3 kommen. Noch ist nicht zu spät. Ach, Junge. Was ist hier? Der Hocker? Vielleicht im Schlafzimmer? Displacement? Irgendwie der Hocker? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh, zeig mir irgendwas. Oh! Da war irgendwas! Wirklich jetzt? Es war nicht der Hocker. Ich habe keine Ahnung, was es war. Threat Level Evident. Es geht schon wieder los. Ah, hier, das Bild. Küche. Imagery. Ist es doch sicherlich. Ich hab's bis um 3 geschafft, by the way. Das ist Halbzeit. Und Stresslevel ist gerade auf Maximum bei mir. Okay, ich bin wieder grün. Nicht nur hinter den Ohren. Es wird wieder bedrohlich. Das hält immer bloß eine Sekunde, scheiße. Okay, ich mach das mal weg. Kann ich ein bisschen besser gucken. Hier ist alles fresh, hier hat sich noch gar nichts verändert. Der Kinderzimmer ist der langweiligste Ort hier ever. Apfel noch alle da. Teller, ich bin mir nicht sicher. Displacement in der Küche, ich mach das einfach mal. Keller und Küche, Mimic oder Displacement ist halt immer... Ist immer gut. Keller? Warte. Displacement, Keller. Let's go. Und wenn wir es nicht finden, müssen wir das mal probieren. Solange es nicht irgendwie was Offensichtlicheres ist. Wir hatten jetzt... Shit. Wir hatten jetzt mehrfach Glück damit, ne? Ich glaube, das geht uns gleich aus. Ich glaube, diesmal schaffen wir es nicht. Ich guck nochmal in der Küche, Mimic. Ich glaube, das ist mein letzter... Ja, nee, das war's schon. 13! 13! Was für ein Rekord! Leider nur die Hälfte geschafft. Ich glaube, ich brauche euch. Ich glaube, ich brauche euch in einem Stream, wenn wir das nochmal versuchen. Ich schätze mal, dann kommen wir viel weiter, weil ihr könnt mir Tipps geben.
Ja, ich hatte das schon mal, da habe ich sogar ein Level geschafft, glaube ich, mit eurer Hilfe von I'm on Observation Duty. Keine Ahnung, welcher Teil. Es war dann auch, es war, glaube ich, kein so schweres Level, aber immerhin haben wir schon mal sowas zu Ende gebracht. Ich habe gerade gesehen, wir können das Spiel auch in Farbe stellen. Ich weiß, lass uns das mal probieren, so einfach nur mal angucken. So, als Abwechslung. Wie, das ist jetzt aber nicht Color. Wait, hä? Moment mal. Haben wir das nicht umgeschaltet? Color Mode. Color Monochrome. Ich dachte, das würde gehen. Ah, das ist, geht vielleicht noch nicht, wegen, da stand ja, es ist noch nicht fertig, noch nicht alle Sachen sind im Spiel. Ah! Okay, ach, schade. Ich dachte, das könnten wir uns jetzt nochmal reinziehen. Das wäre irgendwie interessant, aber gut. Der Teller in der Küche war es beim letzten Mal, glaube ich. Also wenn das jetzt nicht hier ist, was falsch ist, dann hat der gefehlt. Habe ich nicht... keine Ahnung. Es ist nur schön zu sehen, wenn man das noch später irgendwie sieht, was man für Fehler gemacht hat. Weil am Ende kann man das Game wahrscheinlich dann vor allem durchspielen, wenn man die ganzen Sachen kennt, die passieren können. Wisst ihr, was ich meine? Es macht es einem halt umso einfacher, je öfter man das zockt. Ja. Oh mein Gott! Ach, Leute, neue Freundin. Offensichtlich. Ich bin da nicht so wählerisch. Okay, warte. Die Meinzelmännchen, die müssen dich jetzt raustragen, meine Gute. Du bist doch ein Flirt. Da ist irgendwas in der Matrix, da ist nicht ganz... Ihr habt was vergessen. Und zwar was Wesentliches. Aber das nochmal festhalten. Oh Gott, mach die weg, Alter. Die lässt immer die Tür offen, die verrät sich. Wenn du dich im Kühlschrank versteckt hättest, hätte ich dich niemals gefunden. Ich sag ja nur. Ich weiß, dann hättest du auch keinen Fun hier, ne, aber... ja. Ich will, dass der irgendwann grinst. Ich will, dass die Mundwinkel irgendwann nach oben gehen. Das würde ich wirklich feiern, hier, apropos Bedroom. Da ist nämlich der andere Koffer schon wieder da, Alter. So, jetzt haben wir es gleich um 2. Es wird anfangen, gleich richtig abzugehen. Die Zeit zwischen uns um 2 und um 3 war echt fürchterlich. Hier, das ist wieder anders. Jemand wollte wieder die dumme Kassette wiegen. Warum auch immer. Ich glaube, ich habe schon mindestens 10 Dinger hier reported bis um 10 oder so. Keine Ahnung, es war auf jeden Fall schon 5 zwischen 0 Uhr und um 1. Da habe ich nicht mal eins gefunden, wo ich das Game zum ersten Mal gestartet habe. Die Blume hier ist nicht da. Warte mal, das ist doch nicht richtig, oder? Oder? Oder bin ich jetzt komplett verwirrt? Wait! Ja, Mimic ist auch... Duplicate Object ist auch nicht so wirklich richtig, ne? Displacement, vielleicht stand die woanders. Nee? Displacement? Wahrscheinlich bin ich einfach nur komplett verwirrt. Das mag sein. Hier ist nix. Oh, doch! Okay. Meine Intuition, der Sessel hier, der stand hier vorne. Displacement im Keller. Das sind recht einfache Sachen. Du musst halt auch ein wenig Glück haben. So, warte mal. Hier noch irgendwie was? Ich sehe es zumindest nicht. Ja, die Pflanze ist nämlich gar nicht... Ach, die hier hinten steht die. Oh, das ist ja verwirrend. Weil die so größer wirkte. Okay, gut. Oh, dann war es das schon wieder erstmal. Diesmal ist es ein bisschen chilliger jetzt hier. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Sachen sehr offensichtlich sind. Wo wir gerade davon sprechen. Ist es jetzt ein Flirt oder ein Intruder? Oder ich weiß das immer nicht. Ein Mensch, wo irgendwas fehlt. An der ist eigentlich alles dran. Und cloaked ist die auch nicht. Ich glaube, das war so das Kriterium für Intruder, ja. Ich hatte, glaube ich, noch nie einen. Oder? Nee, doch, der vor die Kamera gesprungen ist.
vielleicht. Das könnte natürlich sein. Alright. Hier, Displacement. Und wer hat die Jeans von der einen Waschmaschine zur anderen getragen? Oder vom Trockner? Wie auch immer. Und fühlt sich mächtig lustig. Aber wir kommen dem auf die Schliche. Aufräumen, Kommando Sef ist hier wieder am Start. So. Haben wir hier eine Displacement? Ich weiß nicht. Ich reporte mal just for fun. Ich meine, wir haben ja keine Negativpunkte, ne? In einem Game war das mal so, dass wenn man zu viel zufällig reportet hat, man gestorben ist. Oh, da war sogar was. Was war jetzt hier los? Ich weiß es nicht. Sag ich ja. Ich höre es klopfen. Hier, das Bild. Küche. Imagery. War das ein Klopfen vom Game, oder räumt Lena gerade auf? Oder hat sie sich im Schrank eingesperrt? Man weiß es nicht. Hallo? Niemand da, Bedrohungslevel vage, also. Das kann doch nicht so schlimm sein. Jetzt haben wir es um 3. Schaffen wir es bis um 4? Uff. Nein, warte mal. Die Türme. Das habe ich genau gesehen. Das habe ich gesehen, ihr kleinen Schweinchen, Alter. Der hat die auseinandergeschoben. Was für ein Sack. Ey, das ist aber auch wirklich frech. Da bin ich bestimmt schon 1000 Mal dran gestorben. Ey, guckt euch das an. Das ist ja fies. Die haben da einfach reingezoomt. No way. Ah, ist das gemein. Okay, wisst ihr, was immer geht? Mimik im Keller. Immer worth it. Empfehlung des Hauses, ich sag's euch. So, hier alles noch beim Alten. Schade. Aber wie wär's mit Displacement? Wie wär's mit diesem Angebot? Kannst du gar nicht abschlagen. Ich will das ja looten. Seit Resident Evil will ich die looten, Alter. Looten hört ein Hu. Fuck! Okay, gleich wird's wieder. Gleich wird's richtig brenzlig, Alter. Oh nein! Wo? Wo zum Fick? Wer flüstert? Intruder flüstern, oder? Kinderzimmer? Was zur Hölle war das? Weil ich sehe nichts. No! Ist es weg? Kann ich Pause machen kurz? Kann ich die noch mal sehen, die Liste? Nee, ne? Das muss ich mir vorher angucken. Bei Settings? Nee, natürlich nicht. Ah, oh, schade. Okay, ich muss mich jetzt konzentrieren. Ist hier irgendwas mit dem Licht nicht in Ordnung? Ich sehe sie schon kommen. Ich höre sie kommen wahrscheinlich. Oh, oh. Wenn ich jetzt nicht gleich was finde, werde ich nervös. Nee, das war's nicht. Hier ist meiner Meinung nach noch alles beim Alten. Hier ist nochmal ein Basement. Basement Mimic. Mach ich jetzt nochmal. Oh Gott! Das hat mich so erschrocken gerade. Kann nur in Spiegeln gesehen werden. Aber ist das jetzt Tulpa? Das ist doch eigentlich... Ich kann's doch hier auch sehen. Bad. Moment. Das ist doch ein Flirt. Ich kann es hier sehen, nicht nur im Spiegel. Oh, das hat mich erschrocken. Wir haben es bis um 4 geschafft, by the way. Wird das die Runde sein? Ist es diejenige welche? Oh, es ist weg. Okay, cool. Displacement im Keller? Kommt schon. Ihr wisst genau, so eine Zufallstreffer sind immer amazing. Und wir hatten öfters mal welche. Nee, natürlich nicht. Ich reporte immer schön den Keller, weil die Mainz-Event, die können da immer alles absuchen. Hier ist ein... Das ist nicht da. Oh, das ist aber auch frech.
Das ist ja übel. Okay, Living Room. Living Room Mimic. 100%. Oder? Oh Gott. Oh Gott, ja. Oh Gott, ja. Shit. Boah, jetzt werde ich besser. Mal, Threat Level Evident. Oh, hier haben wir ihn wieder. Okay, Bedroom. Das ist easy. Aber ich glaube, das war's noch nicht, richtig? Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Nee, Waage doch, das war's erstmal. Aber nicht für lang. Gleich mal noch irgendwas bedrohlich. Oh, ich hasse es. Ich hasse es, darauf zu warten, dass was passiert. Weil ich dann genau weiß, es gibt die Chance, dass ich es nicht sehe einfach. Komm schon. War hier irgendwie was gerade oder hat er nur gerade was geladen? Displacement Keller. Okay, alles beim Alten. Ich ziehe hier immer die Cornflakes-Packung. Oh, jetzt werde ich nervös. Oh oh. Evident, genau davor habe ich Angst. Was ist es? Wo ist es? No. Bedroom. Mimic wahrscheinlich nicht. Displacement? Oh, komm schon. Bitte Zufallstreffer. No. Wir sind am Arsch, wir sind so am Arsch, wir sind so am Sack, wir sind so am Sack. Help! Oh! Oh Gott! Das war Zufall. Ich weiß nicht, was ich reported habe. Es tut mir leid. Ich weiß es immer noch nicht. Es ist um 5! Wir könnten das schaffen. Wir können es schaffen. Wir müssen uns jetzt eine Stunde noch richtig konzentrieren. Also halt ein paar Minuten. Wie lange geht das? 2, 3? 2 vielleicht. Ich reporte Mimics im Keller, bis es schwarz wird hier. Die zwei Dosen, die, glaube ich, waren schon immer da. Okay. Immer schön auf die Bilder und die Richtungen der Gegenstände schauen. Bitte mach irgendwas, was offensichtlich ist. Oh no! Ah! Was? Hier! Movement! Stairs, Movement. Das stand hier. Damit haben wir uns erstmal einen Arsch gerettet. Das ist nicht das Einzige. Was ist noch da? Es ist erstmal das Einzige. Das wird nicht bleiben. Halb! Wir schaffen's! Vielleicht! No! Wait! Hier! Mimic! Mimic, Washing Room. Wir können nicht mal was hinauszögern, weil da kommen immer mehr, egal ob du schon eins gefunden hast. Aber solange wir das hier auf Waage halten, ist es okay. Evident. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Displacement probiere ich mal nochmal. Oh! Zufall! Zufall! Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Der Keller sollte genervt werden. Ich sehe nicht, was daran schlimm ist. Ich habe eins noch, dann habe ich es geschafft. Bitte. Bitte. Oh, was ist es? Oh, was ist es? 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 Ich reporte. Wir schaffen es, wir schaffen es. Wir können, glaube ich, gerade nicht mehr verlieren, oder? Zeittechnisch geht es nicht. Irgendwas in der Küche noch. Nein. Der Apfel ist noch da.
wünschte, der würde nicht so oft weit vom Stamm fallen. Not found. Ist egal, ist egal, ist egal, ist egal. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Wir brauchen uns nicht kümmern. Hier, hier ist ein Ball. Ist ein Mimik im Kinderzimmer. Das war's. Das war's! Yes! 21 von 26. 5 haben wir nicht gefunden? 5? Wo? What? Okay. Boah, wir haben es geschafft. Boah, da bin ich aber stolz auf mich jetzt hier ein bisschen. Liebe Leute, dafür könnt ihr mal gerne den Daumen nach oben rausscheppern. Boah, zum Glück habe ich es durchgezogen nochmal. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Fun. Ich auf jeden Fall. Das war cool. Das war sehr, sehr cool. Und gruselig. Viel gruseliger als einmal Observation Duty tatsächlich, fand ich. Aber dadurch, dass die Sachen so schnell kommen und du eher in einem Stresslevel bist, hat das ein wenig dieses Paranoia-Feeling aufgelöst. Versteht ihr, was ich meine? Es war nicht lange nicht so atmosphärisch wie einmal Observation Duty, weil die sich nicht so Zeit gelassen haben zwischen den Sachen. Weil der Horror in diesem Game kommt dadurch, dass du dir Dinge einbildest und nicht weißt, ob du dir selber vertraust und deinem Verstand, deinem Erinnerungsvermögen und dem, was du siehst und wie du es beurteilst. Und hier, und da braucht man einfach ein bisschen Zeit. Tja, aber okay, ich bin sehr gespannt, was von dem Entwickler noch kommt in diesem Game. Will er weitermachen, es werden auch Dinge hinzugefügt. Ich hoffe, sie verändern den Keller, weil der war extrem unübersichtlich. Teilweise war es Glück, dass ich halt irgendwie das zufällig reportet habe. Aber gut, Dankeschön, wir haben es geschafft. Und wir sehen uns im nächsten Video hoffentlich.